Okay, herzlich willkommen, Empires and Puzzles Schule. Und heute möchte ich mal das Thema Power Leveling ohne krasse Vorbereitung angehen. Wie ihr bei dem Pool-Video vielleicht gesehen habt, habe ich gezogen den guten Wächterschakal. Und wir haben ab morgen Abend einen neuen Krieg. Und ich hätte den gern dabei. Ich hatte aber kein langes Camp irgendwie laufen, also beziehungsweise Helden drinne. Ich habe keine Silbermünzen. Also habe ich vor, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, 6 Stunden oder so, mal das 19er Camp angeschmissen. Habe ein bisschen, habe ein bisschen Futter transferiert, aus dem 20er rausgenommen, aus dem hier oben. Da habe ich jetzt gar nicht mehr so viel drin. Und die Rekruten dann hier wieder in ein Elvercamp reingehauen. Und so macht man ungefähr 250.000 Futter oder so pro Extraktion. Und so kommt ihr für das Futter auf das Futter, was ihr zum Verfüttern braucht. Und so konntet ihr das Rekrutencamp auch vollstopfen. 20er raus und ins 19er rein. Und ich habe jetzt muss ich nochmal schauen, aktuell 411 Helden da drin, alles 1 Sterne natürlich. Und ich, obwohl ich aktuell mehrere Level-Projekte habe, würde ich den Wächterschakal mal zeigen, wie schnell das ungefähr geht. Wie gesagt, 6 Stunden oder so lief das Camp, ich glaube nicht mal. Und wir leveln jetzt einfach mal. Ach, das muss woanders hin, sonst drücke ich das die ganze Zeit. So. So. Und wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Mit diesen 6 Stunden Aufwand für einen 4-Sterne-Helden. Und auch interessant, wie hoch wir das Special kriegen, wenn wir nur die 1-Sterne-Sachen benutzen. So, 30 von 40 für Stufe 2. Ah, jetzt ist er ja schon ein bisschen nach oben gerutscht, oder? Wo ist er denn? Ach hier, da war ich blind. Ich nehme immer erst die nicht-gelben, weil wenn man ein niedrigeres Level hat, kostet es weniger. Und die bringen mich oben ein bisschen weiter. Und da haben wir Stufe 2 beim Special. 37, das heißt, wir sind kurz vorm Level Up. So. Ich finde das alle entnehmen echt super, dass sie das irgendwann, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist. Lange ist es noch nicht. Vor 2, 3 Monaten oder so. Den kann ich rausnehmen. Den kann ich nicht rausnehmen, okay. Perfekt. 3, Special 4, weiter leveln, so. Prinzipiell könnt ihr das relativ easy machen, wenn ihr einen ganz wichtigen Helden bekommt. Das kann auch ein 5-Sterne-Held sein, natürlich braucht man da wesentlich mehr Ressourcen. Ich hatte, als ich angefangen habe, das mit dem Rüberstaffieren vom 20er ins 19er Camp, hatte ich auf dem 20er Camp 36 Tage. Und jetzt habe ich noch 12, das heißt 24, also 12 Beschwörungen habe ich rausgenommen und dann verbastelt. Zusätzlich zu noch ein paar anderen Sachen und mal schauen, ob diese 24 Tage, wie weit die uns bringen, sagen wir es mal so. Also ich will ein konkurrenzfähig haben, wenn er nicht ganz voll wird. Ist das jetzt nicht schlimm? Aber ich will ihn auf jeden Fall auf der höchsten Stufe haben, das Special auf Max, damit ich ihn bei meinem gelben Team auf die Stelle von Wukong setzen kann. So. Der Kerngedanke ist wirklich,
Es gibt viel, man braucht ja 6 Kriegsteams und es gibt irgendwo, hat man einen Schwachpunkt oder so, und wenn man da was bekommt und man will das schnell einbauen. Oder was bei ihm auch der Fall ist, er ist ein sehr starker Held am Titan. Wenn jetzt als nächstes ein lilaner Titan kommen würde, dann hätte ich ihn auch natürlich gern fertig. So, wie viel haben wir denn eigentlich noch? Können wir hier reingucken? 243, okay, noch nicht mal Halbzeit. Das ist auch gut so. So, es wird jetzt ein bisschen langatmig hier das Ganze. Aber wenn ich, wenn ich das nicht machen würde, also ich habe, also wenn ich das abbrechen würde hier, beziehungsweise pausieren würde das Video, dann würde das Video nicht so wirklich lange sein. Ich habe erfahrungstechnisch das Ganze letztens schon mal gemacht, wo ich eigentlich das Video schon posten wollte, mit Almor hier. Und da lief ich aber 18 Stunden und ich habe dann wirklich farbgerecht. Das heißt, ich habe, glaube ich, 3 verschiedene Helden parallel gelevelt und Almor hat grün und 2 weitere Farben bekommen. Und ich glaube, der Rigard war, hat die lilanen bekommen und Nebel hatte die gelben bekommen. Und blau, grün und rot ging alles in Almor rein. Und mit der Variante habe ich ihn fast komplett gemaxt. Und wenn ich jetzt mal komplett auf die farbenleere Scheiße, Entschuldigung, dann sollte es in der Theorie weniger Ressourcen benötigen. Was heißt in der Theorie? Muss auf jeden Fall. Auch wenn effektiv meine gesamten Teams anzuheben, ja, das nicht das Schlauste ist, was ich hier mache. Aber, ja, wie viel haben wir jetzt noch? Immer noch 200, sagen wir mal. 22 immer, da können wir noch 10 mal reinschauen. So. Zack. Eigentlich muss ich 5 immer zuerst nehmen. Dann 10 und dann den Rest. Dann sind es nämlich nochmal genau 10, das wäre fast am effizientesten. Oh, da habe ich gerade, glaube ich, übertrieben. Ja, das passiert, wenn man zu schnell. Okay, Todesstrahl 6. Wenn ich noch einmal ein Level abbekomme, ohne die Stufe Anstieg, dann ist er auf jeden Fall in der höchsten Stufe gemaxt. So, wo ist er denn hin gewandert? Da ist er. Okay. Mit dem Kollegen wird auf jeden Fall mein Score auf die lilanen, da ist es, auf die lilanen Titanen nahezu verdoppelt werden. Und das ist eine feine Sache. Und deswegen hätte ich auch gerne noch den Wächter Falken. Aber so viel Glück habe ich anscheinend nicht bei dem aktuellen Event. Mir fehlt noch eine Marke, um so eine einfache Beschwörung zu machen. Und das versuche ich dann nochmal mit dieser lustigen Beschwörungsmethode aus dem anderen Video von heute. Vielleicht habe ich ja Glück. So. Was auch zu beachten ist natürlich jetzt so auf Stufe 3 bei den 4-Sterne-Helden. Das Ende, die letzten 10 Level oder die letzten 15 Level werden definitiv sehr teuer werden. Und da werde ich auch ein paar Trainerhelden dann nutzen. Des Weiteren, wenn wir gerade bei dem Thema Kriegsteams und so weiter und so fort waren, solltet ihr das Glück haben, so wie ich, das Rigard-Kostüm zu haben und ihr mehrere Rigards habt, levelt mehrere Rigards hoch. Das ist, wenn man bedenkt, welche Ressourcen man benötigt, um den voll ausgestattet zu haben. Es ist halt kein 5-Sterne-Held. 5-Sterne-Held brauchen mehr als doppelt die Ressourcen, um sie auf Max zu bekommen, als 4-Sterne-Helden. Und wenn man dann die Qualität von Rigard nimmt, was er mit sich bringt,
Wenn der Wappen hat, ist der einem 5-Sterne-Heiler ebenbürtig. Und es gibt wenig, ah, da ist das Special gemixt, es gibt wenig 5-Sterne-Heiler, die das alles mitbringen. Wie viel habe ich noch drin? Nicht mal viel. Die das alles mitbringen, was er mit sich bringt. Er hat, also mit dem Kostüm, hat er bringt einen Angriffswaffe mit, bringt Heilung über Zeit mit unten Cleanse. Also Debuffs entfernen von den befreundeten Helden. Und er hat sehr gute Werte für einen Heiler. Also Melindor ist eigentlich. Ah, okay, jetzt haben wir das Problem. Aber das ist kein Problem. Jetzt muss ich hier nochmal reingreifen. So, zack. Melindor ist eigentlich, hat fast dasselbe Niveau, theoretisch. Er steigert halt die Defensive. Und heilt ungefähr dasselbe mit der Heilung über Zeit, also das Kostüm, gehe ich jetzt von aus. Problem bei Melindor ist, er hat halt einen hohen Angriffswert und dementsprechend nicht so den hohen Defensivwert. Riggart ist der wesentlich besser ausbalanciert von dem Spiel, also von den Werten her. Und Melindor fällt einfach um und ein Heiler soll keinen Schaden machen, ein Heiler soll lange stehen, damit er immer wieder heilen kann. Und deswegen ist, wenn man die beiden vergleicht, vielleicht offensiv der Melindor minimal. Ja, würde ich gar nicht sagen. Wenn da einmal der Falsche drauf hat, da fällt er einfach um. Wenn ihr einen June in der Verteidigung habt, der lädt einmal sein Special durch gegen Melindor, da liegt er im Dreck. Und das passiert euch halt mit Riggart nicht. Der Riggart ist, der ist so robust. Gehen wir mal ganz kurz. Der ist ja nicht ganz voll. Der hier. So, zack. Der ist richtig schön ausbalanciert. Der hat fast 1400 Leben, 740 Attack, 740 Def. Und ohne Kostüm hat er sogar, schaut euch die Werte an, wie viel Leben und wie viel Def er hat. Bei ihm muss ich sagen, ich habe das Talentraster durchgeführt für den nicht kostümierten. Bin hier halt wirklich den defensiven Weg gegangen. Was nicht unbedingt, sorry. Was nicht unbedingt für das Kostüm dann auch der defensive Weg ist. Der defensive Weg wäre hier auf jeden Fall am Anfang auf der rechten Seite gewesen, dann hier auf der linken Seite, dann hier wieder auf der linken Seite, dann nochmal links. Also Waldläufer und Kleriker sind halt komplett, kannst du sagen, spiegelverkehrt offensiv und defensiv. Und deswegen dadurch, dass ich ihn hier defensiv ohne Kostüm emblemiert hat, sieht das Kostüm halt nicht so tanky aus. Das nur mal so als Side-Topic. So, jetzt kommen wir hier langsam zum Ende. Voll kriege ich ihn auf keinen Fall. Hier war ja gar nichts Gelbes dabei. Das ist ja richtig traurig. So, wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Ah, okay, da muss ich dann nochmal. So. Und beim Schakal ist halt auch so ein Problem, so ähnlich wie beim Melindor. Das ist eine Pappnase. Ihr seht, den Defensiv- und den Lebenswert, der fällt recht easy um. Der hat da echt. Okay. Der hat da echt Probleme, am Leben zu bleiben. Und wenn man ihn emblemiert, ich meine, er hat den Vorteil, er ist ein Schurke. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal, machen wir mal ein bisschen pushen hier. Er ist ein Schurke, was ihn durch die Embleme ausweichen lässt, relativ cool, kann euch manchmal den Arsch retten. Okay, bevor hier. Wo ist es? Ich muss wieder ein bisschen Futter ansparen. Extra günstig, da ist es. So, das können wir dann hochstecken. Genau, emblemieren den Wächterschakal. Also, ich sag mal so, wenn ihr in. Ich würde ein. Nicht nur auf Attack emblemieren. Dann wird er einmal getroffen und weicht nicht aus und fällt um und dann habt ihr gar nichts von dem Helden.
Und ihr braucht eine Level 5 Mana-Truppe auf ihm. Die muss nicht höher sein. Mit einer Level 5 Mana-Truppe braucht er nicht 6,5, sondern nur 6 Steine als sehr schneller Held. Das heißt 2 Matches. Dasselbe übrigens bei Malozi. Cool, dass ich gar keine gelbe Mana-Truppe habe bisher, aber das ist ja zweitens. So. Nee. Okay. Wie ihr seht, mit den 6 Stunden, ich würde sagen, ich habe ihn konkurrenzfähig bekommen. Ich könnte jetzt in der Theorie die ganzen hier auch noch reindröschen, aber ich will jetzt effektiv bleiben. Ich habe noch einen Rigger zu leveln, zum Maxen. Und das Kostüm maxt sich relativ schnell, Gott sei Dank. Kleiner Hinweis beim Rigard: ihn und Kostüm leveln wirkt im ersten Moment ziemlich aufwendig. Kostüm braucht aber, geht aber 2,5 mal so schnell. Und beispielsweise, damit er erstmal einsatzfähig ist, ich habe ihn den ohne Kostüm auf maximale Stufe gebracht, damit ich mit Kostüm auch auf maximale Stufe und seitdem level ich nur noch mit Kostüm und jetzt voll. Und wenn ich dann irgendwann mal wirklich nichts anderes Lilanes machen muss und vielleicht vorhabe, ihn zu endemieren, dann level ich auch halt den Haupthelden. Aber eigentlich will ich ihn mit Kostüm die ganze Zeit nur einsetzen. Von daher habe ich da relativ viel Ressourcen gespart und ungefähr, also es ist wie einen normalen 4-Sterne-Held leveln. Ist Rigard auf Stufe 4, Level 1 und als Kostüm voll zu machen. Ungefähr. Das nimmt sich ungefähr die Waage. Also ist ungefähr die Waage. Von daher kein Problem, das so zu machen. Und ich habe dann noch einen Rigard wartend nach diesem, aber der muss sich hinter Proteus einreihen. Weil Proteus ist einfach ein ganz, ganz toller Held. Den man so oft gebrauchen kann. Aktuell auch beim Event, wenn ihr Probleme habt, die letzten Stages beim Event, nehmt ein paar Mana-Tränke mit, nehmt Proteus mit, löst ihn permanent aus, wenn sein Debuff ausläuft, ein bisschen Mana-Tränke rein, die Gegner lösen keine Specials aus, heißt auch für euch keine Probleme. Genau. Okay, so viel zu dem eigentlich nicht wirklich krass wissenswerten Video. Das war einfach eher mal so ein Doing, ein Discussing. Und ja, mal schauen, wie weit man kommt mit 6 Stunden im Level 19er Camp. Irgendwann habt ihr in dem 20er Camp so viele Tage drinne, dass, ja, das, also mich persönlich nervt das, dass das in der Theorie verschwendete Ressourcen sind, beziehungsweise Ressourcen, die man eigentlich nutzen kann. Aber einige kommen nicht auf den Trichter, wie man das machen kann. Und das ist halt ein Gedanke von 20 in 19 umwandeln, irgendwas hochdreschen. Sieht zwar jetzt bei der Nahrung so aus, als würden wir jetzt ohne Ende rauskloppen, aber ansonsten verschimmelt ihr im 20er-Camp, von daher. Das war so ein kleines Power-Level-Video. Ich habe mir jetzt nicht gemaxt. Ist aber auch nicht schlimm. Er ist. Jetzt muss ich mal schnell mein gelbes Team schauen. Er wird den Wukong ersetzen. Wukong ist 622 und ich nehme an, er ist 540 oder so, ja. Geht jetzt erstmal runter, die Teamstärke. Aber die Power in dem Team geht definitiv hoch. Also der potenzielle Schaden. Und das ist das, was ich eigentlich haben möchte. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn im Krieg jetzt am Wochenende genauso in dem Team einsetze. Eigentlich hätte ich gerne noch einen zweiten, weil ich habe noch eine zweite Nebel, die ich theoretisch leveln kann. Ich habe noch einen zweiten Malusi, den ich theoretisch leveln kann. Und die Mana-Bremse, die Onatel hier ist, ja, speichern, würde in dem zweiten gelben Team dann die gute Gretel übernehmen. Nochmal gelb zu leveln. Haha. Aber. Genau, das wäre mein zweites gelbes Team, wenn ich noch einen Wächterschakal bekommen würde. Weil man hat 5 verschiedene Farben, man braucht 6 Teams im Krieg. Das heißt, irgendeine Hauptfarbe muss man öfter benutzen oder man haut halt einen Regenbogen raus, aber ich bin kein Fan von Regenbogen im Krieg, ehrlich gesagt.
und nicht, wenn die Gegner in der Theorie stärker sind. Und solange der Champion Pool nicht überquellt, weil man Level 65 plus ist oder so, kämpft man prinzipiell mit stumpferen Waffen und dann muss man die Waffen halt so zusammenstecken, dass es halt trotzdem bumst. Und das ist halt mit 4-1 oder Mono machbar. Mit Regenbogen kommt man da nicht wirklich hin. Okay, jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Bis dann. Tschüss.